Herzlich willkommen zurück. Sorry, ich habe gerade aus Versehen ein bisschen Scheiße gebaut. Und zwar, ich habe mir gerade mit dem Okular das Ding da angeguckt und habe ich hier auf diesem rechteckigen Ding, das was umgeklappt war, zwei Punkte gesehen, habe da gerade drauf gedrückt und dann ist es jetzt so bei rausgekommen. Sorry, dass ich es nicht zeigen konnte und aber ich habe aus Versehen drauf gedrückt. Tut mir wirklich leid. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen zurück zu The Room Teil 7 und jetzt haben wir ja dieses kleine Ding und ich gehe mal stark davon aus, dass das jetzt hier dann da reingeht. Okay. Was passiert jetzt? Oh, ja, Mina, was geht jetzt, wenn Film in? Aha. Ich habe keine Ahnung, was passiert, aber sieht aus wie ein Schwert. Ja, und? Sehr seltsam. Kann ich das Ding, kann ich gar nichts machen? Dieses komische Ding sieht man auch nichts. Also wie gesagt, ich habe das mit dem komischen Okular-Dingsbum. Ey, was zum... Die Vorderseite des Holzrahmens schimmert auf einmal so seltsam. Ja, genau. Ich kapiere es noch nicht ganz. Ah ja, okay, jetzt sind wir näher dran. Vielleicht geht es jetzt. Ich habe doch keine Ahnung, was für eine komische Form dabei rauskommen soll. Ich kann doch aber auch gar nichts machen, ne? Also. Ich habe keine Ahnung, was dieser Scheiß hier eigentlich soll. Die Frage ist, wie muss man dieses komische Ding drehen, dass das passt? Also irgendwie muss es ja stimmen. Also ich kann doch...
habe aber okay. Irgendwie muss man doch da was drehen können oder sonst nicht. Was war ich? Das. Oh, leck mich doch am Arsch, ich sei doch Schweine, ey. So, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Also es gibt wieder dieses... dieses Sechseck. Jetzt. Oh, ey. Jungs, ihr macht mich fertig, ey. Ein verzierter alter Dolch. Das ist ja eine tolle Wurst. Lass mich raten, oh, ihr Männer, ey. Ihr wollt mich doch wohl verarschen, oder? Oh Gott, mein Nerv. Ne, warte mal. Was soll der Scheiß? Also das heißt, ich muss hier wieder irgendein komisches Muster finden, wo der also mit dem komischen Geraffel da kann ich ja mal gar nicht angucken, also. Also wenn ich das jetzt hier mal so angucke, dann habe ich hier 1, 1, 2, 2, nehmen wir den, ey, keine Ahnung. So, so und so. Verstehe ich nicht. So. Ah, das muss doch irgendeinen Sinn haben. Also ich kann jetzt hier irgendwie hergehen, kann irgendwie sinnlos die Lichter andrücken. Also es bringt mir ja nichts. Fuck. Fakt ist, ich komme nirgendwo dran, also oh, ihr Schweine. Ihr verdammten Schweine! Das ist ja unglaublich, ey. Okay. Dass ich da drauf. So, mal schauen, was jetzt passiert. Ah ja, genau. Ich kapier schon. Ich muss wieder mal eine Runde drehen. Ein Auge.
Ja, und du? Na, da passiert nichts mehr. Okay, wir nehmen wieder mal. Das ist jetzt wohl nicht euer Ernst, oder? Okay, pass mal auf. Das machen wir mal. 2, 2, 3, 3. So. Was passiert jetzt? Wie immer dieses komische Sechseck da. Ein großes Goldamulett. Na, ist ja eine tolle Wurst. So, ich denke mal, das kommt hier rein. Also da müsste ich mich jetzt schon schwer täuschen. Und? Ich kann wieder. Kann dann nichts. Also ich verstehe es noch nicht ganz. Der Holzrahmen, ich kann geradewegs durch ihn hindurch sehen. Ist das ein weiteres Muster für die Tasten? Alles klar. Das Problem an der Sache ist nur, hier sind keine Tasten abgebildet oder sowas in der Art. Also ich sehe hier definitiv mal absolut gar nichts, was irgendwie mit dem Tastenfeld zu tun hätte. Ja, okay. Ich glaube, ich habe eine Idee. Steht auch nichts. Was jetzt einmal?
Das ist doch echt zum Kotzen. Das heißt, es wird der da und der da. Wir drehen nochmal um 45 Grad, schauen uns das an. Das heißt, wenn ich... Das wäre dann der. So. Der hat die zwei unteren. So, wir drehen noch mal rum, ein bisschen, um zu gucken. Mal so. Das heißt, es wäre der. So. Nee, ich glaube, wir haben alle. Ja, ich glaube, wir haben alle. Ja, Mann. Saubere Sache. So. Die Energiequelle zur Nutzbarmachung des Null-Elements. Ja, wir müssen wieder mal runterdrücken. Ja, geht auch. Was passiert? Das kann man drehen, okay. Ist auch noch was. Alles klar. War ja klar. So, also wieder dieses Sechseck hier. Oh, ihr Männer. Aha, okay. Oh, Scheiße, was passiert denn jetzt für ein Kack? Kapitel abgeschlossen. Ja, Mann. So, das ist für uns.
natürlich jetzt der Zeitpunkt, um wieder einen Cut reinzumachen. Also, Kapitel ist abgeschlossen, ein schöner Fortschritt, aber meinst du wirklich, du hattest dein Können schon bewiesen? Spiel fortsetzen. Also, wir starten jetzt das letzte. Das war Kapitel 4. Wir sind jetzt im letzten Kapitel. Und da schauen wir uns jetzt noch an, was jetzt hier auf uns zukommt. So! Wo in aller Welt bin ich? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Fakt ist, wir machen hier jetzt einen kleinen Cut rein. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben oder schreibt was in die Kommentare, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder sonst irgendwie. Würde mich freuen. Ich sag jetzt damit tschö mit dir, ciao mit V und grüßt mir die Hühner!